Wir haben Krisen und Umwälzungen und dadurch gibt es jetzt auch neue Umverteilungswellen und eine Neuverteilung von Einkommen und Wohlstand. Und zwar nicht nur zwischen dem Staat und der Gesellschaft oder den sozialen Gruppen und Schichten untereinander, sondern auch zwischen Ländern und Regionen, was man gerade als Anleger auch im Auge haben sollte. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, der Beamtenbund und die Gewerkschaft Verdi fordern jetzt 10,5% mehr Lohn. Und verstehen Sie mich nicht falsch, das ist selbstverständlich folgerichtig. Die Inflation in Deutschland hat jetzt 10% erreicht, die Arbeitnehmer erleiden dadurch hohe Kaufkraftverluste und die Gewerkschaften machen jetzt eben nur ihren Job. Nur damit passiert es natürlich genau das, wovor schon viel gewarnt worden ist. Es entstehen Zweitrundeneffekte. Aus einer Inflation, die durch einzelne Angebotsschocks eher entstanden ist und die man vielleicht ja sogar wieder klein gekriegt hätte, da entsteht jetzt eine Lohnpreisspirale, in der sich diese Inflation verfestigt. Weil den Kommunen ja jetzt das Geld auch nicht aus den Ohren rauswächst, sodass die ihre Leistungen dann wahrscheinlich auch wieder verteuern müssen und so weiter. Und außerdem, wenn jetzt nächstes Jahr die Inflation um 3% zurückgeht, jetzt mal rein hypothetisch gedacht, dann werden die Gewerkschaften sicher nicht sagen, wir fordern einen Lohnrückgang um 3% zum Ausgleich des Kaufkraftzuwachses, den es gegeben hat. Wir kommen also aus dieser Nummer nicht mehr wirklich so raus. Nach der Finanzkrise 2008, da hat es viele, viele Jahre eine eher niedrige Inflation gegeben, dafür aber eben ja auch Zinsen nahe Null oder sogar Negativzinsen. Das waren die fetten Jahre, auch wenn das dem einen oder anderen vielleicht nicht so vorkommt. Man hat oft gelesen damals, diese Zeit, das hat die Reichen reicher gemacht und die Armen ärmer gemacht, was so nicht unbedingt stimmt. Die Reichen oder die Vermögenden, die sind natürlich reicher geworden. Ich weiß allerdings auch nicht, was daran jetzt so schlimm ist. Es sind vor allem die reicher geworden, auch die viel Sachwertvermögen gehabt haben, also Immobilien und auch Aktien. Die meisten anderen, die haben aber genauso profitiert in der Zeit. Es hat ja nicht nur einen Immobilienboom gegeben, der sich volkswirtschaftlich sehr positiv ausgewirkt hat, natürlich auch, sondern die Niedrigzinsen, die waren ja auch insgesamt ein riesiges Stimulusprogramm. Man muss also, wenn man jetzt auf die zeigt, denen es eben nicht so gut gegangen ist in der Zeit, da muss man sich eben auch fragen, wie es denen erst gegangen wäre, wenn wir das alles nicht so gehabt hätten. Und auch so Dinge wie, dass der Mittelstand erodiert wäre oder sowas, das ist auch von der Datenlage her eigentlich nicht haltbar. Und die Armen sind auch nicht immer ärmer geworden, aber was wohl schon stimmt, es sind mehr Arme geworden. Auch darum, weil so ein Boom und so eine Überhitzung ja immer auch irgendwo zurückschlägt, zum Beispiel in dem Fall eben bei den Immobilienpreisen und bei den Mieten. Die Reicheren haben in dieser Niedrigzinsphase in einem hohen Maße profitiert von ihrer Bonität, zum Beispiel beim Immobilienkauf. Und da haben die Ärmeren natürlich nicht mithalten können. Und dadurch hat tatsächlich eben auch eine Art Umverteilung stattgefunden von den Ärmeren zu den Reicheren und von denen dann wieder hin zu den Kryptobörsen und zu den Börsenbriefverlagen. Und das war auch gut so. Aber Scherz beiseite. Jetzt ist alles anders. Jetzt werden sogar die Reichen wieder ärmer, weil die Börsen natürlich fallen und zum Teil auch schon die Immobilienpreise. Nur den Armen geht es dadurch natürlich auch nicht besser. Alle verlieren. Und sie verlieren nicht unbedingt darum, weil die Inflation jetzt zwangsläufig immer jeden überall treffen würde. Das tut sie ja nicht. Aber weil die Gegenreaktion auf diese Inflation auf breiter Front jetzt eben eine Zerstörung von Wohlstand erfordert. Das ist ein Thema für sich und ein Mechanismus, auf den ich ausführlich eingegangen bin in meinem Video, die gewollte Wohlstandszerstörung der Notenbanken.
Und wie schon mal gesagt, ich mache hier viele, viele Videos und obwohl alles, was unabdingbar nötig ist für die Erstellung von diesen Videos, obwohl das immer teurer wird, Licht, Strom, Heizung, Antidepressiva, Tonnen von Instant-Kaffee, trotzdem ist das Kanalabo hier immer noch gratis. Ich weiß nicht, wie lange das noch so sein wird. Also abonnieren Sie meinen Kanal lieber gleich jetzt, dabei auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch immer, wenn neue Videos da sind und was für Videos auch da sind. Und ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich dafür bei Ihnen. Also, Inflation, cui bono, wer profitiert davon? Man könnte sagen, alle, die auf hohen Schulden sitzen, nicht zuletzt ja auch unsere Staaten zum Teil, die sich ja in den letzten Jahren nochmal zusätzlich enorm verschuldet haben. Die könnten sich dadurch jetzt entschulden wollen durch die Inflation und das hört man zurzeit auch ziemlich oft. Ist aber eine sehr zweischneidige Sache, weil sie ja andererseits durch die steigenden Zinsen jetzt in Stress geraten und dadurch ist ja jetzt schon die Schuldentragfähigkeit von einigen Staaten und auch von vielen anderen Schuldnern im Finanzsystem übrigens auch, die wird ja in Frage gestellt mittlerweile zum Teil schon wieder. Die Entschuldung ist jetzt also extrem schwierig und es würde auch nur dann vielleicht funktionieren, wenn es die Staaten jetzt schaffen, zusammen mit den Notenbanken, dass die Zinsen noch für Jahre unter der Inflationsrate bleiben, entgegen aller Beteuerungen natürlich. Nur negative Realzinsen haben wir natürlich schon seit Jahren und bis jetzt haben sie es trotzdem nicht geschafft, die Staaten, dass sie sich auch nur im Ansatz entschulden würden. Und das wird auch erstmal nicht passieren, weil die Inflation natürlich jetzt eine große Belastung für die Bürger ist, die ihnen die Regierung gerne ersparen würden. Sie wollen ja auch wiedergewählt werden und das kostet jetzt aber natürlich auch wieder Geld. Insofern eine Entschuldung durch Inflation wäre denkbar, theoretisch findet aber faktisch nicht statt. Stattdessen noch mehr Schulden, noch mehr Umverteilung zur Bekämpfung jetzt der Inflationsfolgen. Es gibt aber nicht nur Umverteilung durch den Staat. Es wird meiner Meinung nach jetzt auch noch einen großen anderen Geldtransfer geben in den nächsten Jahren. Und zwar auch wieder weg von den Unternehmen und von den Vermögenden und von den Anlegern hin zur arbeitenden Bevölkerung. Was ja auch was Schönes hat. Wir haben gehört, Verdi-Forderung 10,5% mehr Lohn, erstmal nur der Inflationsausgleich natürlich. Aber nehmen wir mal die September-Inflation in den USA. Die war ja nochmal deutlich höher als erwartet mit 8,2%, obwohl da ja die Energiekosten schon wieder zurückgehen. Was hat da die Inflation nach oben getrieben? Es waren Dienstleistungen, Gehälter, Wohnkosten und bei den Wohnkosten dann auch nochmal stark Baukosten und Handwerker und sowas. Bei uns ist es ja ähnlich. Früher hat man nur gesagt, es fehlen Facharbeiter, aber jetzt fehlt alles irgendwie. Handwerker, Krankenpfleger, Kellner, Kassierer und so weiter und immer natürlich auch die weibliche Ausprägung davon. Und die sind jetzt nicht alle in die hochlukrative Paketbranche abgewandert, sondern es gibt einfach nicht mehr genug. Wenn man gut verdient hat hier die letzten Jahre, dann hat man wunderbar leben können, aber eben auch darum, weil man gewusst hat, es gibt einen immer stärker wachsenden Niedriglohnsektor, der uns sehr viel Arbeit abnimmt für fast kein Geld. Und es ändert sich aber gerade massiv. Wolf Lotter hat es im Spiegel schön beschrieben. Akademiker in Politik und Wirtschaft beklagen, dass es immer weniger Leute im Maschinenraum gibt. Wie soll man da seine Utopien umsetzen? Und es ist völlig klar, wer irgendwie noch die Wahl hat, der tut sich jetzt die Arbeit im Maschinenraum eben nicht mehr an. Vor allem dann nicht mehr, wenn dann auch noch irgendwann das Bürgergeld kommt und von unten dann ja auch wieder näher an diese ohnehin niedrigen Löhne heranrückt. Und speziell Handwerk ist bei den jungen Leuten komplett out. Ich kann es keinem verdenken, war auch bei mir damals schon so. Und elektrische Kabel verlegen oder Wasserrohre oder sowas, für mich war das immer absolut Raketenwissenschaft. Ich hätte es mir auch gar nicht zugetraut.
Aber wie auch immer, vor knapp einem Jahr habe ich hier ein Video gemacht zu den Lieferkettenproblemen, die knappen Energierohstoffe und die These von der sogenannten Rache der Old Economy. Das war noch vor dem Ukraine-Krieg, wo es darum ging, dass gerade auch der Finanzsektor sich eben mindestens ein Jahrzehnt lang viel zu stark fixiert hat auf so Dinge wie Digitalisierung, auf IT, auf Daten. Das war heiß, da hat man das schnelle Geld verdient oder hat es zumindest gehofft. Und die langweilige Old Economy inklusive der teuren Erschließung von elementaren Rohstoffen, das hat man komplett vernachlässigt. Und das Gleiche haben wir aber eben gehabt, auch gesellschaftlich, bei dem Wert, den wir überhaupt der ganz normalen Arbeit und den ganz normalen Dingen zumessen. Digitale Berufe, akademische Berufe, geistige Tätigkeit, unser wichtigster Rohstoff natürlich, da muss die Luft immer scheppern und den Rest macht dann eben auch noch irgendwer. Es ist aber nicht wirklich so wertig. Und das schlägt jetzt aber natürlich zurück. Es war auch nicht mehr haltbar, weil auch der demografische Druck jetzt immer stärker wird. Wir ganzen alten Säcke hier, wir gehen jetzt eben langsam alle so in Rente und die wenigen, die nachkommen, die müssten sich jetzt eigentlich ziemlich krumm legen, damit wir dann halbwegs versorgt sind. Und hoffentlich lesen die nicht alle die Taz jetzt. Weil die sagt nämlich, wir sollten noch weniger arbeiten. Denen sind es 40 Stunden auch noch zu viel. Und dem einen oder anderen Artikel, dem merkt man das aber leider auch an. Aber wie auch immer, der Lohndruck wird steigen, meiner Meinung nach. Und das wird auch nicht nur von den Gewerkschaften kommen, sondern das kommt tatsächlich dann vom Markt wegen einem Angebotsdefizit bei Arbeit. Und das wiederum wird dazu führen, dass der Anteil der Lohnempfänger am gesamtwirtschaftlichen Einkommen steigen wird und der Anteil der Unternehmer und der Unternehmen und eben auch der börsennotierten Unternehmen fallen wird. Zumindest bis dahin, wenn dann die ganzen Roboter kommen und uns alle komplett ersetzen wieder. Und das alles hat aber natürlich Konsequenzen. Das hier ist von JP Morgan aus dem Guide to the Markets von denen. Das ist immer eine wunderbare Sammlung so mit Statistiken und Marktdaten. Und JP Morgan bringt die einmal im Quartal raus. Die graue Linie, das ist hier für die USA, der Anteil der Arbeitnehmer am volkswirtschaftlichen Einkommen und grün die Gewinnmargen der Unternehmen. Das ist dann auch die Legende dann links. Das Ganze ist mehr oder weniger gegenläufig. 50 Jahre lang waren die Margen von den Unternehmen relativ gering, bis sie dann ab dem Jahr 2000 wirklich nach oben geschossen sind. Und wir wissen, das war dann auch eine ziemlich gute Börsenphase. Der Anteil der Arbeitnehmer, der hat seinen Höchststand erreicht schon Anfang der 70er Jahre. Also nicht das Gesamteinkommen natürlich, sondern der Anteil. Ist dann noch 30 Jahre lang auch relativ hoch geblieben und dann aber zur Jahrtausendwende regelrecht runtergekippt und dann da auch mehr oder weniger unten geblieben. Und ich glaube aber eben, dass sich das wieder umkehrt. Und damit einhergehend gibt es noch eine weitere Verlagerung von Wachstum und von Wohlstand und das auch schon seit vielen Jahren, was viele Anleger aber aus dem Auge verloren haben, nämlich die wachsende Bedeutung der Emerging Markets relativ zu den reichen Ländern. Dazu hier eine Grafik von ResearchGate, der Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung von den reichen Ländern in Blau und von den Schwellenländern in Orange. Der Anteil der Schwellenländer, der wächst stetig und ich glaube auch nicht, dass das ein Trend ist, der jetzt schon vorbei ist. Es gibt zwar Stimmen, wonach man jetzt die internationale Verflechtung bremsen soll und die Globalisierung auch zurückfahren soll, aber das wird nicht lang anhalten. Und auch 2021 hat der Welthandel dann ja schon wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Es ist von den Anlegern darum vergessen worden, weil die Schwellenländerbörsen seit Jahren Underperformer sind. Hier eine Grafik vom Economist, die zeigt das sehr schön. Der MSCI Emerging Markets Index seit 2008 im Vergleich zum MSCI World Index. Die Schwellenländer, die haben eben keine Nullzinspolitik gehabt in diesen ganzen Jahren. Und sie stehen jetzt auch durch den starken Dollar, den wir gerade haben, auch nochmal zusätzlich unter Druck. Aber wenn das mal wieder vorbei sein sollte, dann gehe ich davon aus,
dass spätestens das schon wieder auch eine gute Einstiegschance sein könnte bei den Emerging Markets, weil die globale Wohlstandsumverteilung und eben der relative Bedeutungsanstieg der Emerging Markets, das ist eben einfach eine Tatsache. In dem Zusammenhang, ich habe schon erwähnt, morgen gibt es von uns den nächsten Zukunftsmärkte-Report, diesmal zum 20. Parteikongress in China. Der ist natürlich ein großes Ereignis, ein politisches, und auch die Anleger erwarten sich da ja auch wichtige Weichenstellungen und Antworten auch auf die Frage, wie könnte es in China denn weitergehen? Oder mit anderen Worten, wo stehen wir jetzt einfach in China und auf was müssen wir da bei diesem Kongress jetzt achten? Und die Reports von uns, die sind kostenlos. Sie können sich einfach eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Morgen geht dieser Report raus und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, das waren jetzt ein paar Umverteilungstrends und den staatlichen Umverteilungsdruck und die Debatte darüber, das habe ich ja noch gar nicht so richtig behandelt. Und dieser Druck zu noch mehr Umverteilung, der nimmt stark zu. Es ist selbstverständlich im Grunde, dass der Staat natürlich zugreifen kann auf das Einkommen seiner Bürger, weil der Staat muss Aufgaben erfüllen in unserer aller Sinne. Die Frage ist nur immer, wann ist genug? In Deutschland, da tragen die 10% mit den höchsten Einkommen inzwischen 56% der kompletten Einkommensteuer. Und die unteren 50% mit den niedrigen Einkommen, die tragen dann nur noch 6% bei. Das hat sich also nochmal verschärft, dieses Missverhältnis. Und dann gibt es ja auch noch so Dinge wie Abgeltungssteuer, Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer und so weiter. Die kommt auch eher von den Wohlhabenden natürlich. Sodass man schon sagen könnte, der allergrößte Teil der Bevölkerung, das sind eigentlich Trittbrettfahrer, die im Grunde viel mehr Leistungen in Anspruch nehmen, als sie beitragen. Und trotzdem oder gerade deswegen wird vehement von den Bürgern mehr Umverteilung gefordert. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung sind 75,3% der Befragten dafür, dass der Staat mehr auf das Vermögen der Reichen zugreift. Und dann haben wir natürlich auch überall immer mehr Stimmen, ob man sich angesichts der ganzen Krisen und der großen Herausforderungen unserer Zeit Leute mit nennenswertem Vermögen überhaupt noch leisten kann und leisten sollte in der Gesellschaft. Jetzt auch mal ganz abgesehen von dem empörenden ökologischen Fußabdruck, den die Reichen haben. Das wissen wir ja, der Normalbürger, der leistet sich höchstens einmal pro Woche ein klimaschädigendes Rinderhüftsteak. Susanne Klatten, die isst aber 500 und das in ihrem Privatjet. Soll heißen, diese breite Forderung nach Wohltaten und nach Umverteilung, das kommt natürlich aus einer sehr bequemen Position, weil genommen wird ja den anderen. Aber das ist eben Demokratie. Und wir haben natürlich auch in den reichen Ländern schon lange auch eine Politikergeneration, die dem nur zu gerne auch nachkommt, weil es kostet uns zwar Wachstum, es kostet uns auch Substanz, es macht auch den Kuchen insgesamt kleiner, aber es ist sehr bequem. Das ist jetzt natürlich noch mal ein Thema für sich. Ich würde es hier auch gern noch mal vertiefen. Das würde ich dann aber von den Kommentaren von Ihnen abhängig machen. Also schreiben Sie mir hier, wollen Sie hier noch mehr Lobeshymnen hören auf die Gutverdiener oder sagen Sie, lass stecken, ich komme gerade aus Triangle of Sadness und ich bin ab jetzt formal analytisch wertkritischer Neomarxist. Das ist dann auch okay. Dann brauchen Sie aber natürlich erst recht morgen unseren gratis Zukunftsmärkte-Report zum 20. chinesischen Parteikongress. Also denken Sie noch dran, dass Sie sich schnell noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.